herzlich willkommen wieder zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, das neueste Spiel, zu der Beta. Dieses Mal in der neuen Region, wie heißt die nochmal? Mio Tanko? Montuyo? Montuyok. Ich muss mal kurz das Ziel markieren, wo wir hin müssen, das Ganze hier oben. Und Toyok hat die gerade gebohrt. Der See ist schon mal schön. Ja, hier sind es, wenn man tief rüberfliegt, sind hier immer Vögel drauf. Auf dem See, und wenn man zu nah kommt, da sieht man ein paar. Da rechts wegfliegen. Oh, sogar Blitze, schön. Ach, euer Ernst? Rakete kommt, ausweichen! Ist das euer Ernst? Hallo? Hallo? Ist ein Briefing? Ja, ich werde mal aussteigen. Ich glaube, es ist eigentlich wieder alles cool. Ich fliege halt relativ tief jetzt. Wir müssen aber nicht dahin, wo die ganzen Gegner sind, ne? Oh, wir werden jetzt eventuell von einem Heli verfolgt. Ja, wir werden jetzt von... Ne, der ist wieder weggeploppt. Ja. Doch, da ist er. Ach, scheiße. Ja, was machen wir? Wegfliegen, okay. Kannst du schießen? Ne. Doch, kann ich. Ausgewichen, ey. Ah, die sehen uns nicht mehr, weil ich das Licht ausgemacht habe. Hm. Jetzt wieder an. Alter, das wird jetzt hier, okay. Beim Übergang in die Nacht war gerade ein bisschen, ja. Hab's auch gemerkt. Wieder dunkel gerade, ey. Ich muss mal Nachtsicht anmachen. Flieg mal ein bisschen die Straße hier wieder runter. Hier vorne an der Klippe ist das zu nah, meinst du? Ja, da kommen wir nicht hoch. Müssen vorne rein. Ja, nee, oben auf der Plattform dann. Oh, Moment, Moment. Wir sehen uns fast. Ich lande jetzt einfach mal hier. Wir können auch nicht zu weit nach geradeaus jetzt fliegen, so wie ich gedreht bin, weil da die Map vorbei ist. Aber Hauptsache, das sind Gegner, ne? Was wollen wir dann tun? Was wir mit allen schicken Karren in Bolivien tun? Wir klauen sie. Ne, sneaky. Sneaky. Ich hoffe, wir bekommen gleich eine neue Handfeuerwaffe. Okay, Vorsicht, da ist ein Tank. Also unbesetzt, aber da ist ein Tank. Da ist ein Gegner, aber direkt in der Nähe. Müssen wir also aufpassen. Er wird wahrscheinlich einsteigen, wenn es Ärger gibt. Hey, das sind Feinde. Aber ich sehe nicht. Drohne fliegt. Drohne mal ab. Ach, der könnte in dieser kleinen Drecksbude da drin sein. Scheiß Mörser. Und Mörser haben die gerade gesehen, hat der gerade gecallt. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Nee, ich glaube, der hat Musik gehört, aber... Ah, super, bei Shuffle. Super, Mörser. Mörsorg. 2011. Nee, da ist ein Mörser. Safe call. Moment, wie ging nochmal dieser Ping? Wir könnten, guck mal, hier, da, zack, da könnten wir den Generator ausschalten. Wird nur schwer dahin zu kommen, aber man könnte sich dahin sneaken, wenn man eine große Runde macht. Müssen wir, wollte ich gerade sagen, von der anderen Seite kommen, ne? Ja. Das heißt,
Wir haben aber noch nicht alles aufgedeckt, ne? Ich versuch mal. Ja, ich bin aber auch mit der Reichweite gerade fast am Maximum. Meine Batterie ist jetzt leer. Ah, ich sehe noch einen. Ja, ich hab auch noch einen. Aber hinten halt, bei der Halle, von wo wir gleich kommen wollen, ist noch ein bisschen was. Ja, aber der vordere Bereich, den haben wir auf jeden Fall mal gut aufgedeckt jetzt. Also halt hier bei dem Panzerfahrzeug da in dem kleinen Gebäude muss noch einer sein. Ich guck, ob ich den kriege, einfach nur zur Sicherheit. Jo. Welches Gebäude meinst du? Hier vorne direkt. Ach, das rote, ne? Ja, keine Ahnung, ob das rot ist. Ja, das kommt nicht zu, also... Okay, aber hier ist irgendwas rot. Ja, ja. Vielleicht ganz oben ein Scharfschütze? Nee, ne? Nee, ich bin hier. Ich schau auch grad nach, ob ich finden kann. Okay, vielleicht ist das einfach nur ein Anzeigefehler. Okay, ich versuche mich mal ein bisschen sneaky hinten hinzuschleichen. Ich hoffe nur nicht, dass das ich kann mal Wärmebilder machen. Aber ich sehe hier auch keinen. Ja, ja. Ne, hier ist nichts, ich sehe hier nichts. Bei dem Fahrzeug. Okay, ich bewege mich mal komplett rechts rum. Ich gehe mal komplett links rum. Bewegung. Oh, hier ist offen, hier ist gar kein Zaun mehr. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Auto kommt. Warte, ich bin gleich in der Drohne und dann bin ich deine Augen. Hier ist ein Sicario am Hauptquartier. Okay, da ist einer noch vor dir auf jeden Fall. Ich bin außerhalb. Den siehst du ja. Ja, ja. So. Den musste so oder so holen. Zwei. Eigentlich noch weiter hinten. Kommt deine Drohne soweit? Ja. Okay, dann gehe ich einfach kurz da auf Drohne. Ich glaube, in dem Gebäude da ist auf jeden Fall noch einer da. Den habe ich auf jeden Fall jetzt noch markiert bekommen. Ja, und hier in diesem kleinen Bunkergebäude vermute ich mal. Ich versuche, reicht nicht mit meiner Reichweite. Ja, hab ihn. Ja, da ist er noch. Ah, der ist dann im MG. Okay. Müssen wir vielleicht anders versuchen oder zu zweit. Ich muss mir das mal kurz von außen angucken. Ah, das ist auch noch so ein Tachanka MG mit so aufpassen, Schutzlachs. Ich guck mal, ob ich vor dem vorbeikriechen kann. Oh, da ist ja auch noch richtig viel. Flugabwehr, ja. Wollen wir da anfangen? Nee, 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 sneaky. Nee, 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 sneaky. Ich bin an dem MG-Typen vorbei. Das Problem ist, ich finde hier gerade keinen richtigen Eingang. Ist hier noch ein MG-Typ? Nee, das ist schon besetzt, das ist gut. Ich glaube, ich habe hier hinten einen Eingang gefunden. Hier komme ich rein. Muss ich aber noch ein Stück gehen. Ich habe noch etwas nicht aufgedeckt hier bei dir, aber ich weiß nicht wo. Da ist er. Ist jetzt so, jetzt habe ich bei dir alles aufgedeckt. Also ich könnte hier reinkommen. Ins Gebäude. Kümmert sich schon um die Luftabwehr. Dafür müsste ich erstmal da oben auf dem Gebäude ein bisschen räumen. Ich könnte mich hier um mein Gebäude kümmern. Richtiger Gebäudekümmerer. Ja, ich könnte mich von unten nach oben einfach arbeiten. Ich dürfte ja dann außen nicht zu viel. Da kommt er auf einmal vor, der Wichser, ne? Der hat den Schuss gehört. Jetzt sucht er. Welchen Schuss? Getroffen. Ich hab einen.
Scheiße, Mann. Was war das denn jetzt? Warum sind die jetzt aufgescheucht? Also bei mir sind sie jetzt aktuell wieder ruhig. Ich werde vom Mörser beschossen. Es könnte vielleicht daran gelegen haben, dass ich einen Schuss daneben gesetzt habe. Okay, Moment. Ich hab den Mörser. Hier ist dein Laptop. Er scheint am Netzwerk zu hängen. Halt. Ich kann das Hauptziel jetzt gleich machen, aber ich warte noch, bis wir hier wissen. Ach, wieder ein Mörser. Warte, ich schalte den nochmal aus. Hier ist dein Laptop. Oh, der hat mich gut. Mörser sind relativ heftig. Also die Markierung war 15 Meter von mir entfernt und der hat mich trotzdem down gemacht. Wie viele Sekunden hab ich noch, Fieber? 32. Nee, der hätte in die andere Richtung gemusst, da hätte man glaube ich irgendwo rüberklettern können. Ich spawn einfach jetzt bei dir. Ja, hat ja gut funktioniert. Was denn? Ich stand gerade 2 Kameraden, bei dem sie abgesetzt werden wollen und ich bin 200 Meter von ihr entfernt gespawnt. Ja, hatte ich ja auch vorhin. Ich höre ständig die Versorgungshelis. Oh, ist noch einer neben mir! Können wir uns einen für die Rebellen schnappen? Fuck. Naja, lieber, wenn du dann da bist, ne? Hier komme ich nicht rein. Es sind auch viele Ressourcen an der Außenseite. Muss ich jetzt echt komplett außen rum laufen? Oder Raphael, mich halt mal. Ja, ich bin unterwegs. Kann leider nichts machen, ich muss komplett außen rumlaufen. Aber hier links noch irgendwas. Ja, ich durchsagen, sieht er mich nicht. Ich kümmere mich dann um den Typen hier links. Sorry nochmal, ne? Aber ohne Arcog wäre mir das auch nicht. Also mit. Ne, ohne Arcog wäre es auch nicht passiert. Shit, die haben uns. Ist halt so nervig, halt immer mit diesen. Dass man halt die Luft nicht anhalten kann und sich das Scope noch von alleine bewegt, dann noch die Gegnerbewegung, dann die Unfähigkeit beim Snipern, kommt natürlich auch noch hinzu. Scheiße, ey. Hier vorne, wo ich bin, sind auch noch Ressourcen. Also Richtung, Richtung Tank da. Und beim Ziel ist auch noch ein Fertigkeitspunkt, falls ihr den noch nicht habt. Also ich habe ihn nämlich noch nicht. Okay. Was ist denn hier die Kiste? Achso, da. Was müssen wir jetzt mit der Flugabwehr machen und so? Ich denke mal, die müssen wir zerstören oder so, ne?
Keine Ahnung. Ja, ich hab C4, ich kann das übernehmen. Sonst keine. Doch, hier ist noch ein bisschen Ressourciges. Bei Ulrich. Sauber, alles Paletti? Ja, lohnt sich aber gerade hier, ne? Nice Fang. War schwierig, aber gute Beute. Hier ist auch noch. Das C4 platziert. Ich hatte aber auch gerade das Gefühl, also ich habe ja den Schuss daneben gesetzt, dass die halt hier viel schneller regieren auf der Schwierigkeit als auf einfach, also bei Stufe 1. Ja, die haben ja vorhin auch auf die Glasscheibe reagiert. Es ging sofort los. Also ein Schuss daneben und die waren nicht nur aufmerksam, sondern direkt halt so, oh, da schießt jemand böse. Das sehr viel. LB gedrückt halten. Alles kaputt gemacht? Also ich könnte jetzt hacken, wenn ihr wollt. Mhm. Okay. Download läuft. Ich schicke alles direkt an Bowman. Dranbleiben. Bowman. Easy Game. Nomad. Ich schicke Ihnen Nachrichtenlogs seiner Kartellfunkstation in Moskau. Wollen wir uns eigentlich den Panzer da hinten snacken? Der Name des Kartellausbilders. Ich bekomme Sie vor. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Wir haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll uns das helfen? Ja, würde gehen. Wenn er ein Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet. Dann testen wir das mal, ne? Guck mal kurz, ob der Fahrer auch schießen kann. Oder ob nur der Schütze schießen kann. Moment, ich fahre. Ne, es kann nur, also Fahrer kann nicht schießen, also. Aber es kann auch jemand anders fahren, wenn jemand will. Gibt's ja noch einen dritten Platz. Hallo. Ja. Ah, nice. Okay, ich glaube, die zweite Mission haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Doch, haben wir. Gut. Aus abgefangenen Funksprüchen direkt hier unten am See. Ah, ne, hier muss ich hier lang. Ist geplant. Mal kurz auf Klo. Jo. Da. Bang. Muhahaha. Bringt da die Kiste, kann man die jetzt snacken? Was für eine Kiste? Ist ja eine Kiste da neben dem Auto. Ja, Nachschub markieren. Das Nahrungspaket. Genau, okay, ist wieder da. Mitbekommen, nice. Ah, mein Adlerauge. Ja, du musst hinten rein. Was machen die denn hier? Pisst euch! Oh, das Auto brennt. Ups. Das war ich nicht. Und verpisst euch! Scheiß Masken schon. Da rechts sind Gegner, die necken. Du meinst dieses rechts. Warte mal, wo sind denn die? Du musst ein bisschen nach unten. Ja, oder nach vorne, weil ich komme nicht tief genug. Ist noch einer irgendwo.
Boah, das geht schon gut ab, das Teil, ne? Ja. Nice. Kann was. Okay, jetzt die Frage, machen wir das mit dem Teil oder probieren wir Sneaky? Und das hier als Notlösung. Grad den Pfad, ne? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich guck mir mal den Sniper hier an. Tango getroffen. Da unten hin. Du könntest ja unten mit dem Teil hier machen. Was ist das denn für ein edler Heli hier? Links ist einer. Kriegst du ihn? Ich kann nicht. Nee, ist zu hoch. Fahr den einfach. Ja, dann solltest du jetzt noch unbedingt überfahren. Achtung, das Flugzeug ist eine Mission. Oh. Hab nur einen Spin gemacht. Ich glaube, der Wagen macht nicht mehr so lange mit. Oh, Flugzeug explodiert, das war ich. Ja, lauf! Lauf! Hier links ist direkt einer. Genau da. Geradeaus hinterm Container muss noch irgendwas. Ich glaube, wir haben von links abgeschossen. Oh, ich bin tot. Ich auch. Ups. Gut, wir machen es nicht mit dem Panzer. Ja, Sneaky ist eh lustiger. Wow, wow, wow! Ich spawn sofort im Feuer gefischt. Scheiße. So. Bam, tot. Hier sind Vorräte. Im Gebäude. Geiles Öl. Fertigkeitspunkte. Es gibt nur das, okay. Ja, komm, sammel schon. Gut. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Oder wartet hier hinten schon einer auf uns? Sehen aber nicht genau. Hab ihn. Verstärkung rückt an. Feindverstärkung im Anmarsch. Oh, jetzt wäre das, Dings aber gar nicht so schlecht, das Fahrzeug, ne? Links vom, links schießt auch noch einer auf uns. Falsche Seite. Wechsel, wechsel. Komm, stirb doch. Oh gut, wie war? Schieß daneben. Stirb! Ich hab ihn. Okay, alles clean. Also was waren jetzt eigentlich die Missionen? Müssen wir noch hin. Das war jetzt hier einfach nur so ein kleines Scharmützel, was wir hier gemacht haben. Ich muss noch 500 Meter fahren, bis wir da sind. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen nachher. Der sieht hat Raketen, ganz schick aus, ne? Der hat 2 MG. Ah, der ist schon fast kaputt. Ja, der ist schon fast kaputt. Ach, schade. Müssen wir die Karteikarte hin? Das Ausbildungslager des Kartells in Montauk gefunden. Ja, hier ist noch ein Fertigkeitspunkt, da wo Erik gerade ist. Das Motorrad. Hast du ihn schon raff? Jo. Hier ist noch ein Bike, Erik. Okay, dann machen wir jetzt mal die Mission und die halt auch versuchen Sneaky, ne? Richtig geile Motorradgang hier. Wann müssen wir denn noch? Ist
Ich wollte gucken, ob, ob ich hier irgendwie Position ausmache. Aber auf der, bei der Farm sind auf jeden Fall Gegner, oder wo ist denn das? Hier unten, ja, das ist hier vorne irgendwo. Da vorne, ich sehe sie, ich krieg hier aber doch da, wo einer markiert ist, sind sie. Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Okay, wir müssen den Light West. Ach, okay, der, der Gelbe, gut. Ja, ich würde sagen, versuchen wir die, die einzukesseln. Von drei Seiten. Ich fahr mal. Einer von links, einer von vorne, einer von rechts. Dann bewege ich mich nach links. Erik, du dann halt von rechts und raff einfach geradeaus drauf zu. Können die auch nicht fliehen. Müssen wir nur vielleicht kurz versuchen, dass wir den, den Suchtrupp ausschalten, und zwar mit einer Dreieraktion. Ich würde einfach den hier nehmen. Die sind richtig weit von mir weg. Okay. Aber ich kann es versuchen. Ja, zur Not versuchen Raff und dich hier mit einem schnellen Schuss dann zu holen. Aber müsst ihr müssen noch callen, den in der Mitte zu. Okay. Und den ganz links dann. Okay, seid ihr bereit? Jo. Okay, Erik, zähl du mal an, weil du am weitesten entfernt bist. 1, 2 Moment, 3 und Schuss. Ah, fuck. Hab ihn gut. Okay, die anderen sind gechillt. Ja, gut. Okay, dann können wir uns jetzt um die kümmern. Gehen wir uns noch besser in Position, damit Erik, also damit du nicht so weit entfernt bist. Ja. Und dann können wir uns die snacken. Geh mal zu den Wagen hier vor. Mhm. Also ich bin ungefähr 140 Meter von dem entfernt, von dem Typen. Ja, ich auch. Okay, dann snack ich mir schon mal den ganz hinten. Ah, den, okay. Auf den habe ich. Wobei, den sehe ich gerade nicht. Ja, dann nimm du den. Ich. Ich kann mir... Kannst anzählen. Den nehmen. Nimm den vorne dann. Okay, 1, 2, 3 und los. Gegner getroffen. Er sieht uns. Okay. Ja, mit der kleinen Verzögerung kommt das ganz gut hin. Ich habe auf jeden Fall noch einen Platten geschossen. Raff, du bist direkt in der Nähe eines Autos, ne? Verhören müssen wir den. Ach. Okay, dann. Wir wissen auf jeden Fall, dass der abhauen möchte. Das heißt, also ich habe jetzt noch einen platten Reifen geschossen. Das könnte dann helfen. Wir müssen auf jeden Fall ein Auto parat haben. Nah ran könnte. Ja. Oder dass das, einer oben wartet mit dem Wagen. Habe ich jetzt mein Motorrad nicht mehr hier? Ne, habe ich auch nicht. Müssen wir jetzt erst wieder in die Suchtrupp holen, ne? Der kommt diesmal von links hier auf der Straße. Wenn ihr direkt bei mir seid, können wir uns den direkt snacken. Der geht gerade weg. Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Ist er. Oh, die sehen mich. Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden. Jetzt nicht mehr, also ich bin clean. Ich habe aber gerade keinen Blick auf die. Moment. Sind aufmerksam, müssen wir aufpassen. Abblick auf einen. Und los. Okay, und? Los. Okay. Okay, die anderen sind auch nicht aufmerksam. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde eigentlich... Also rankommen ist schwierig, weil sobald wir schießen, dann läuft der weg, ne? Ich würde eigentlich sagen, dass wir hier erstmal versuchen, so schnell wie möglich aufzuräumen. Und dann halt hier direkt parat am Auto stehen, und um hinterher zu kommen. Ich bin dann hier am Wagen. Müssen wir hier vielleicht kurz ein bisschen... Hier, ich nehme einfach den. Ich nehme... wie markierst du? Mit X. Ach so. Also mit A ist... Simultanschussmarkierung. Ja. Aber ist ja egal. Wir wissen ja, wen du Moment, meinst. Moment, ich muss mir mal. Ich wechsle nochmal Posi.
Nimm die zwei da, die könnte ich gleich snacken. Müssen uns beeilen. Könnte eventuell sogar die eins noch direkt mit snacken. Los. Ah, hier ist nicht mehr. Oh, fuck, schon fuck. Oh, gut, Biber. Der Leutnant will abhauen. Starke Action hier von uns raus. Verfickte Scheiße! Nice. Alles gut, alles gut. Ich geh mit dem rein, zur Sicherheit. Clean dir noch den Rest. Ah, ich, wenn ich ihn treffen würde. Ach, du bist genau meinem Schuss. Okay. Hab ihn. Ja, war doch gut jetzt so. Gute Auto-Action hier gerade von uns. Super. Super. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay, okay. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Kilometer? Ja, nehmen wir uns hier einfach so eine Schrottlaube, ne? Ich würde aber einfach den See entlang fahren, nicht dem Wegpunkt folgen. Oder? Kommen wir da hinten? Ist das euer Ernst? Das Auto geht gleich hoch. Super Aktion. Komm, du fandest es lustig. Nee, eigentlich nicht. Sicher? Ja. Können wir jetzt einfach in Ruhe fahren? Oder bist du wieder lustig und springst das hoch? Ich hab eine Ladung dran. Nein. Ach ja, das erinnert mich voll an GTA. Ja, wobei von unten würde ich nicht kommen, ich würde mich dann eher eventuell von oben nähern. Also. Oh, da ist eine Mauer. Mal hier rumgucken, ein bisschen. Ah, da sind schöne Felsformationen, da können wir uns gut hinlegen. Ah, du kannst nachher mit der letzten Stunde der Stufe der Drohne kannst du ein EMP für die Drohne kaufen, wenn Störer sind. Cool. Wobei der eine Typ will bestimmt wieder wegfahren, ne? Ich sehe noch einen Suchtrupp. Wir scheinen ja richtig zu sein. Das Kartell nähert sich. Wir sollten den Kerl finden, bevor die es tun. Verstanden. Sorry, ich war noch gerade in der Level-Dingens. Los geht's. Hab ich das verpasst? Mit dem sind's fünf. Okay, da hinten, der Typ ist, glaube ich, der ist mehr oder weniger getrennt von allen anderen. Ja. Den könnten wir uns wirklich versuchen, Sneaky zu holen. Den Scharfschützen müssen wir auf jeden Fall holen. Ja. Moment, ich bin gleich in Position. Boah, ich sehe ihn nicht. Oder? Ja. Ja, doch, ich sehe. Da ist so ein. Guck mal, hier ist so ein Königs der Löwenfelsen. Da könntest du vielleicht versuchen. Ja. Wäre besser, wenn ich das von da probieren würde. Ja. Soll nur aufpassen, der Typ, falls der Sniper runterfällt, unten, da spaziert noch einer. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich. Warum ist denn der jetzt aufmerksam geworden? Hast du geschossen schon? Nee. Ist einer aufmerksam. Ich hab den Scharfschützen. Der da. Guck mal, der ist aufmerksam. Jetzt sind alle aufmerksam.
Ich habe den Scharfschützen aber beim ersten Hit getroffen. Also beim ersten Schuss. Ja. Auf hast du was gemacht? Was? Von hinten. Das Erik, von hinten bei dir. Erik. Ja. Ja, okay, ja. Gut. Okay, gut. Scheißdreck. Oh, der Typ kämpft mit uns. Ich glaube, die dürfen ihn nicht töten. Ja, dann können wir die anderen ja ausschalten. Wenn wir es jetzt nochmal versuchen müssten, können wir die ja einfach snacken, um den zu befreien. Ich weiß jetzt aber auch gerade ehrlich gesagt echt nicht, warum die aufmerksam geworden sind. Boah, der hält das aus, ja. Also ich war weit weg mit der Drohne und ich habe gerade noch Tarnung geskillt. Also, keine Ahnung. Ich habe den One-Hit getroffen und der ist auch nicht runtergefallen, die Leiche. Ja, der verpisst sich gerade hier. Oh, dann sollten wir vielleicht aber trotzdem mal hinterher. Ich hätte jetzt aber auch gerade down geschossen. Mach den Wagen hinterher. Ja, muss ich gucken, dass du ein bisschen beeilst. Ufer. Noch einer. Hab ihn. Da kommt neue Verstärkung. Jo, ich bin down, ne? Gucken, dass wir jetzt schnell. Achso, scheiße. Oh, da kommt noch ein Heli. Ich heile dich jetzt und dann müssen wir den Typen da hinten schnell holen und dann. Oh, die sind schon da. Oh, wir kriegen ja Debs aufs Maul. Na, ich schaff's nicht im Auto. Ach man, muss das nicht schon mal neu machen? Okay, dann gib ihm mit mir. Heli jetzt mal. Geht der Heli auch irgendwann mal down? Ach man. Bin auch dann. Okay. Das machen wir dann anders jetzt, ne? Also was auch immer es war, das die aufgeschreckt hat. Machen wir jetzt nicht. Ja, da wir nicht wissen, was die aufgeschreckt hat, ist das schwierig. Ne, ich hab nichts gemacht. Ne. Ich glaube, das war, weil der Sniper umgefallen ist. Das dürfte eigentlich keiner gesehen haben. Und das war ja schon, bevor der Sniper tot war, war ja schon der unter dem Sniper war ja da schon aufgeschreckt. Auf jeden Fall trotzdem wieder hier zu diesen Hügeln. Also, damit, falls es notwendig wird, ich doch den Sniper hole. Da ist noch einer da drüben. Sniper jetzt rüber. Da ist ein Fünfter. Ich sehe noch einen Suchtrupp. Wir scheinen ja richtig zu sein. Das Kartell nähert sich. Wir sollten den Kerl finden, bevor die es tun. Verstanden. Okay, also ich wäre in Position hier hinten. Ja, versuch mal den Sniper zu snacken. Okay, ich warte, bis er sich nicht bewegt. Jo, jetzt. Ist down. Getötet. Nicht nach unten gefallen, keiner alles cool. Ja, hat keiner gesehen, alle ruhig. Da ist Nummer 10. Hier, die vorne sind separiert gerade. Okay. Raf, kannst du den Auto von übernehmen? Ich sehe gar keinen.
Okay, dann versuch. Ich guck mal, ob ich hier einen sehe. Ich muss noch ein bisschen Posi. Ich muss noch Posi wechseln. Der eine bewegt sich weg. Der eine bewegt sich weg. Also der nicht markierte. Jetzt ist die Frage, ob wir den Einzelnen dann holen wollen. Könnten wir machen, ja. Okay, der. Dann, geht auch. Dann hol du dir den. Dann hol du dir den. Wie sehr? Hab ihn, er ist tot. Hat keiner mitbekommen. Das ist gut. Scheiße. Ich sehe das Paket. Los geht's. Hier wieder, bei mir. Ich könnte probieren, sogar mir den zu sneaken. Wobei, ich muss kurz gucken, wie die sich bewegen. Einer kommt wieder nach vorne zu dem Typen, den wir zuerst geholt haben. Jo. Erik. Ich fang den ab, Ich warte nur, bis der ein bisschen weiter von dem anderen da hinten entfernt ist. Jo. Also ich könnte probieren, den Sneaky zu holen, den Typen. Warte, da sehe ich auf jeden Fall noch was. Ich muss mit der Drohne gucken, ob das Gegner sind. Bei dir da unten. Ne, ich glaube, das sind Zivilisten. Ich krieg die nicht markiert. Da. Mhm. Okay. Ich bin auch noch. Oh, da kommt wieder einer jetzt zu den Leichen. Den muss ich kurz noch abfangen. Shit. Ah, scheiße, der hat was gesehen. Der Tango ist hin. So. Noch einer aufmerksam. Ich hab den Typen. Den ersten. Einer kommt zu dir. Den kann ich nicht mehr abschießen. Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich! Klappe. Jetzt rede ich. Du brauch ein Auto. Also hier neben mir ist ein Auto, aber. Ich bin gerade Jo, Moment, ich mach das. Ich hab noch den Typen geholt. Geschafft. Alle noch Augen auf. Zurück an die Arbeit. Puta madre! Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich! Klappe. Jetzt rede ich. Du hörst zu. Warte. Raff. Jo. Wir müssen los, ne? Eigentlich los. Wir fahren vor. Gib uns sind schon weg. Versucht noch ein bisschen Rückendeckung. Wir müssen weitermachen. War dann ein bisschen unsauber, als der eine aufgedeckt, also aufgeschreckt war, bin ich einfach vorgepusht und hab mir den gesnackt. Aber hat ja funktioniert, bevor der wieder wegläuft. Ich kann nicht, schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer und ließen mich einen 15-Jährigen töten. Beobligaros, los juro. Ich höre noch seine Schreie. Lieber sterbe ich als zurückgehen. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Töten Sie mich! Sofort! Neues Game. Ach verdammt nochmal. Sehe ich nach Kartell aus? Pero, compa, si no, wenn Sie nicht Santa Blanca sind, wer dann? Hast du einen Namen? Oder könnte ein Auto uns hinterher kommen? Komm, Emilio, ich will dich immer vorstellen. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Puta madre! Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich! Klappe! Jetzt rede ich, du hörst zu. Nicke, wenn du mich verstehst. Ja, sehen. Vorwärts! Ich bin mit dem rein. Ach so. Oh, bei mir war der gerade noch bei mir, okay. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malen sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bukhart. Carl Bukhart? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Bukhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Ist hier gerade Action oder was ist hier gerade los? Ich werde mal bei Langley checken, Video. Was die so zu bekommen haben. Da unten sind welche. Ich bin raus.
Hab mich gesehen beim Rauffahren. Emilio hat einen Namen ausgespuckt. Carl Burkhardt. Ist der Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Klar, ich kenne das. Wir haben zusammen gedient. So. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Ich geh mal ein bisschen upgraden. So, Granatwerfer. Das wäre natürlich was Nices. Das auch nice. Tarnung ist ja auch nice bei der Drohne. Da kannst du direkt vor deren Nase rumfliegen. Ja, habe ich mir auch reingetan. Guck, die letzte Stufe der Drohne ist Medizin, dann kannst du mit der Drohne heilen. Ach da, ja. Ach, nice. Fernschuss-Elite, was bringt das denn? 30%ige Stärke. Krachmacher ist auch nice, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab aber momentan keine Fertigkeitspunkte. Ich hab Reichweite und Batterie auf 3. Und dann noch Tarnung bei der Drohne. Ich hab komplett auf Drone geskillt jetzt. Ja. Okay. Was sind da viele Autos? Stau? Ja, Stau. Ja, haben wir schon die nächste Mission dann freigeschaltet? Nee, dafür müssen. Ah, nee, haben wir abgeschlossen. Ja, ist richtig. Könnten wir machen. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Burkhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Kein Schütze. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Wo ist denn Raff? Der ist schon drin. Neben dir. Ach so, ja dann, Wobei, nee, Schütze bringt ja eh nichts. Wir wollen das jetzt nicht machen. Oder nicht? Ich weiß, Burkhardt war eine Weile im Stab. Aber er spielt sicher noch ziemlich weit oben in der Liga. Das wird kein Spaziergang. Ich sag's euch, einen Game. Kameraden zu töten gefällt mir nicht. Ja, hätte es nicht so gemusst. Um Amerikaner zu killen. Carl Burkhardt hat seine Staatsbürgerschaft verloren, als er beschloss, für Santa Blanca zu arbeiten. Aber so läuft das doch nicht, oder liege ich falsch? Er bleibt Staatsbürger. Das garantiert die Bill of Rights. Eigentlich schon, aber so ist das nun mal. Wenn die CIA will, dass er stirbt, stirbt er. Heidenberg, irgendwas sagt mir, dass er nicht der Typ ist, der sich so einfach verhaften lässt. Der Kerl schießt. Nein, ich fahr dem GPS oder nicht. Wir legen ihn um. Rechts sind Gegner, aber das sind nicht die Gegner, wo wir hin müssen. Aber das ist ein Fertigkeitspunkt, da können wir aber vielleicht trotzdem mal kurz halten. Gut. Zwei Sicarios. Da, beim Schießstand. Da müsste ich jetzt eigentlich voll geil mit der Drohne hier an der Nase rumfliegen können, ne? Ey, Alter! Geht ab! Ey, der hat die Drohne trotzdem gesehen, vor der Arsch. Gut, vielleicht auch, weil ich mit der Drohne fast in den reingeflogen bin. Komm, zeig schon dein schönes Gesicht. Da nicht. Oh, hier so Sneaky Action klappt doch auch ganz gut. Achso, okay, Raff ist down gegangen. Ja, klappt echt wunderbar. Oh, ich treffe mich. Halt einfach mal. Das ist voll viel Schaden. Vielen Dank. Dankeschön. Ich komme in das Hauptgebäude, wo wahrscheinlich noch Truppen sind, komme ich nicht rein mit der Drohne, da müssen wir eine Tür öffnen. Oh, die kriegen voll aufs Maul, wenn wir da aufmachen. Bei der
der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Hör mal auf, dich die ganze Zeit über die Orden des Kartells so lustig zu machen. So, Kinder, wer will aufs Maul? Oma hat sehr viel, ne? Ich krieg die Tür nicht auf. Warte. Bereit? Jo. Juhu. Boah, ich hab mich beinahe auf selbst getötet. Du getötet. Pass mal auf, pass mal auf. Oh, super Granate. Gute Granate, Erik. Ach man! Ach man! Oh. Ist das dein Ernst, dass du jetzt ja unbedingt die Granate reinwerfen willst? Weil ich glaube, ich bin schon vorher dran gegangen, also. Das ist cool. Ich wollte das wirklich machen, ja. Gibt bestimmt noch mehrere Türen, sicher? Wo man die umlaufen kann dann, ne? Ja, hier ist noch eine Tür. Oh, das geht auf Zeit. Huch! Ich geh gleich hoch. Ganz oben. Ja. Nein, hier ist noch einer! Ich bin down. Bei mir ist noch einer in der Ecke. Wo bist du? Ich revive, mach du das mal da. Du bist an mir vorbei. Gut gemacht. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Boah, das war aber in letzter Sekunde da. Hui. Hat der da in der Ecke gechillt, ne? Hat er mich down gemacht. Ich war auch gerade jetzt hier nicht so auf so eine Mission gefasst, war aber cool. Also wenn wir das jetzt richtig gemacht hätten, so mit mehreren Eingängen. Wären wir von mehreren Türen gekommen, ja. Ja, dann wäre das richtig nice gewesen. Das ist von Rainbow. Sneaky, 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 ne? Gut, war jetzt nicht unbedingt voll Snipe. Ich würde sagen, wir gehen in den Heli, ne? Unterwegs kommt noch ein Fertigkeitspunkt in der nächsten kleinen Stadt da. Gibt's hier einen Fertigkeitspunkt? In der nächsten, ja. Hast du noch nicht? Bei den Zelten da. Nee. Da, wo du bist. Achso. Achso, ne, du bist da gar nicht. Hier, wo ich jetzt gleich lande. Also. Jo, ich komm mal raus. Ja, ich sehe den jetzt auch auf der Map. Ja. Deswegen sind wir doch ursprünglich hingegangen, wegen dem Fertigkeitspunkt. Hörst mir nie zu. Stimmt. Doch, doch. Aber wir sind auch noch, habt ihr die Ressourcen? Ja. Ja. Okay. Ich komme nicht schnell. Nee, dauert mir zu lange, ich flieg schon mal los. Alles klar. Du weißt, dass ich C4 am Heli platziert habe, nur zur Sicherheit. Ja. Hier vorne jetzt in dieser Gammelstadt. Da ist auch wieder ein Fertigkeitspunkt. Hier gleich. Hier gleich. Ja. Dann nimm mal hier, ne? Sind wir auf dem schönen Plateau hier. Ist wohl relativ weiß. Setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine zwei. Sind nur zwei Gegner. Und hier vorne. Ach, beim Fertigkeitspunkt selbst sind gar keine Gegner. Können wir uns schnell snacken rein und wieder raus wie Bilbo Beutlin. Hin und wieder zurück, meinst du? Ja. Ja, trotzdem mal schnell rein und dann wieder raus. Snacken wir uns die Gegner oder lassen wir die in Ruhe? Wenn du willst, snackst du dir. Ich kann einen kleinen Snack vertragen. Hab ihn.
müssen wir mal kurz gucken, ob hier direkt ein Waffenteil in der Nähe ist. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Hast schon mal gebracht, den Spruch. Ne, hier ist kein Waffenteil in der Nähe. Beim Ziel, wo wir hin müssen, ist ein Waffenteil in der Nähe. Das ist eine Waffe, oder? Vernünftige Sniper wäre doch mal was. Hier sind Vorräte, wo ich bin. Zwei Stück. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Jo. Dauert noch eine Minute, bis wir da sind. Das war fest, und ich komm's da nicht mit. Okay. Steig seit hinten ein, ist auch cool. Dann fall ich vom Motorrad. Hallo. Sie haben ein Taxi bestellt? Ja. Taxi, Taxi. Da müssen wir hin. Also da in der Nähe ist auch direkt die Hauptmission, also. Also klar, würde ich doch mal sagen, ne? Okay. Moment, hier ist los, große, ne? Feindpräsenz, ja. Oh. Flieg mal mit dem Hubschrauber ein bisschen näher ran. Meine Drohne hat auch große Reichweite, dann kann ich aber schon mal aus dem Hubschrauber raus drohen. Ich halte mich aber ein bisschen höher, damit die uns nicht so gut sehen. Könnte aber sein, dass das unterirdisch ist. Ne? Nee. Teilweise, ja. Warte. Ich flieg die Drohne. Sharpshooter. Schutzapparat Mine. Eine verlassene Mine um ein militärisches Ausbildungszentrum. Die haben doch vorhin irgendwas von so... Da ist der Eingang, auf jeden Fall. Da, wo ich jetzt den Typen markiert habe, dass der Eingang ist. Okay, dann erst außen aufräumen und dann innen. Also die restlichen Markierungen sind dann wohl alle innen. Es könnte sein, dass einer noch außen ist, den ich jetzt nicht sehe. Da irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Lastern. Ah, da. Ja, aber ich meine, ja, dieser Riesen... Dieser riesen Fleck da an Gegnern da, die sind wahrscheinlich dann in. Ich flieg mal drüber, aber ja, nee, das... Ja, ein bisschen unsauber gelandet, aber gut. Kleiner Drift. Okay, was mit dem dicken Sniper da oben auf dem Dach? Kriegen wir den? Eisig, ich könnte den von hier holen. Soll ich machen? Ach. Hab schon. Okay. Okay, die Typen hier unten dann eigentlich. Ich könnte schnell aufräumen, ne? Wo am Haus steht. Ja, dürfte glaube ich keiner mitkriegen. Nimmt einer den in der Mitte? Ja. Hab den hinten, damit der nicht reagieren kann. Gut abgesprochen übrigens. Ja, wer hat da geschossen? Erik, der Killsnacker. Erik wollte sich nicht snacken, ja. Quatsch. Quatsch.
Zack, das war Killgesnack. Hast du das gesehen? Nee, ich bin hier gerade hinten. Hier bei wo ich bin sind Vorräte. Vier Stück. Also drei Stück hier und zwei Stück sogar noch ein Stückchen weiter. Ist das auch die Mission, die wir jetzt gerade machen wollten, sowieso? Oder ist das ja, wir müssen da eh zum Waffenteil. Also von Mission her müssen wir zum Waffenteil. Da hinten beim Auto ist noch was. Ist die Mission schon aktiv? Ihr erkundet noch. Ah, Moment, der hat die irgendwann wieder abgebrochen. Moment, ich aktiviere den wieder. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Bukat. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er noch Kartell angekommen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Ich denke, wir müssen aber trotzdem rein. Sollen wir mit dem Panzer reinfahren? Hier steht ein Panzer. Ja, wenn du willst. Mal anschauen. Deine Option. Ich gehe erstmal mit einer Drohne rein. Ist eigentlich relativ ruhig hier sogar. So ab und zu mal. Okay, ich komme nicht rein. Weiter von der Reichweite her. Was für ein Training macht Bukat hier? Das erste, was ein Sicario. Eben bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen. Eigentlich müsste man uns die alle snacken können, eins und einen nach dem anderen. Ersten hab ich. Ach, seid ihr schon hab den anderen? Den anderen? Ja, ich bin auch gerade erst reingegangen. Hier links geht's aber, glaube ich, noch rein und da ist, glaube ich, noch ein bisschen was. Was hier ist eine. Hier ist eine. Ich gehe da mit der Drohne rein. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da sind immer so, das sind auch so kleine Zwischengänge, die auch die großen Hauptgänge verbinden. Bist du clean, Erik? Ja. Ah, links geht's auch zum Waffenteil. Also da sollten wir vielleicht schon lang gehen. Oh scheiße, dann schmeißt ihr das Fass um. Hat der es mitbekommen? Nein, nein. Jetzt ist der aufmerksam. Umgelegt. Schön. Einer war hier, ist hier nach rechts abgebogen. Da wo du gerade Rücken kehrst. Mhm. Ja, der kommt jetzt wieder, der ist aufmerksam. Geht wieder weg. Ah, ist nicht mehr aufmerksam, ja, dann ist okay. Ja gut, alles klar. Stroh mal die anderen Gänge jetzt noch vor. Ja, hier müsste, glaube ich, habe ich, glaube ich, gerade was gesehen. Nee. Ja, hier ist noch ein Gegner drin, da wo ich den einen jetzt geholt habe. Und halt so ein Dokument oder Kingslayer-Datei ist das. Der ist auch aufmerksam, der hat es wahrscheinlich mitbekommen. Das ist ein Scharfschützengewehr, was wir hier bekommen. Sind alle aufmerksam. Oh, Erik. Was denn? Sind gerade zwei Typen reingelaufen. Der eine hat mir gut gegeben. Wodurch sind die denn jetzt alle aufmerksam geworden? Ich hab nichts mehr gemacht. Raff ist schon wieder so ruhig und so weit entfernt, ne? Verfickte Scheiße! Ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Nee, ich war das nicht. Ich war bei der Waffenkiste, ich hab nichts gemacht. Ich war auch bei der Waffenkiste. Mir ist einer entgegengelaufen gekommen, als sie aufgeschreckt waren. Woher nicht? Wolltest du noch das Dokument? Jo, ich bin dabei. Hast du auch bekommen?
Nee, dann ist da ein explosives Fass. Komm mal. Oh, da einer steht direkt auf meiner Leiche. Also auf meiner noch nicht Leiche. Der kommt hier jetzt entgegen. Schön. Hm. Noch einer bei meiner Leiche jetzt. Links direkt. Oh, da! Was? Hier ist noch irgendwo was, aber der ist gerade. Ja, der ist weit weg. Weil einer kommt jetzt zu uns gelaufen, das sind zwei Stück, danke. Der eine kommt, Wie kommen wir zu Raff? Ich weiß nicht, wie der langgegangen ist, ehrlich gesagt. Ganz außen. Raff ist wieder einfach alleine gegangen ohne uns. Das hat die aufgeschreckt. Nee, das weiß ich nicht. Ich schwöre. Wenn wir jetzt, wir sollten jetzt einmal wir sollten einmal regruppieren und dann ein bisschen geplanter vorgehen, ne? Ach, da unten sind noch unmarkierte, okay. So, es müsste aber jetzt wieder clean sein. Aber an der Munitionskiste, an der wir gerade waren, ist jetzt was. Jo, ich geh da wieder hin. Jo, ich komm von der anderen Seite, dann nehmen wir den, die Zange. Ja, ich steh den. Ich auch. Okay. Ich hab ihn. Okay. Okay, die läuft das rein. EZ. Ich glaub, hier links müssen wir weiter, ne? Ja, kein Spaß, nehmen wir noch schnell die Sniper ansehen, bitte. In der Zeit kannst du ja mal vordrohen. Der kommt, glaube ich, auf mich zu. Ja, hast du keinen Saufback geguckt? Was macht man in dem Fall? Töten. Oh mein Gott, der kommt direkt auf mich zu. Ach, dein Ernst. Ach, hier ist eine Treppe nach unten, okay. Was ist denn der Ernst? Nix. Das ist eine Sniper ohne Visier. Nein. Das hat schon ein Visier. Aber Akok? Ja. Okay, geradeaus durch, da geht's, geht eine Treppe runter und dann haben wir erstmal viel Platz, also viel Freiraum. Aber hier ist, da kommen die ersten Gegner wieder. Oh, der hat meine Drohne gesehen. Scheiße. Ich hab ihn aber auch zu spät gesehen. Die Drohne ist getarnt. Sieht keiner mehr. Sie ist aber von den Statistiken besser her als die M40. Und du kannst auch einen Schalldämpfer rauf machen. Also das heißt, dann haben wir halt jetzt einfach eine bessere Akku-Snipe. Der andere kannst auch einen Schalldämpfer drauf machen. Ja, ich weiß. Aber sie hat immer noch ein mieses Visier. Ach, die MSR, okay. Na, hat man auch bei, bei irgendeinem CD auch gehabt. Magazin, das hat noch 5 Schuss im Magazin. Aber vom Schaden und Reichweite her und Handbarkeit. Abseits auch. Er hat mich gesehen, er läuft weg. Operator, Termit? Okay, die könnten jetzt da hinten geradeaus durch, ist ein dickes MG, was die eventuell besetzt haben. Also wollen wir uns nicht direkt snacken? So sollte kein Ranger sterben. Wow. Was ist das jetzt? Ja, ich hab dem Headshot gegeben, das war's. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und... Ja komm, räumen wir wegen nichts noch hier auf jetzt. Der ist ja auch schön uns entgegengelaufen. Also der hier wo ich gerade bin. Der hat eine M4A1. Ja, die haben wir alle bekommen. Ach, nice. Also hier stand der, ne? Und hat ja große Töne gespuckt und dann habe ich ihm einfach einen Headshot gegeben. Dann hat er aufgehört, große Töne zu spucken. Ich hab gesagt, halt die Schnauze, wenn du große Töne spuckst.
Sofort weg da! Oh, ich bin down. Wollt mir den unbedingt noch holen. Ist der denn tot? Nee, das ist der mit dem Schild. Der dürfte aber nicht mehr. Oh, das ist ein SMG gegangen. Vorsicht. Ach man. Gut, dass man eine Zeit lang Schadensresistenz hat, wenn man aufgestellt wird. Ab den Typen. Feind getötet. Gut, dann kannst du uns jetzt holen. Wir sind richtige Ghosts, ne? Rein kann, okay, gut, jetzt. Ich hoffe, jetzt klappt das. Warum hat das so lange gedauert? Ja, keine Ahnung, weil der gerade. Moment, ich krieg mich nicht. Wow, ich krieg mich nicht bewegt. Ich bin in Raff drin. Ah, ich kann den aber heilen. Okay, gut. Ich hol mir noch den letzten Typen, dann guck ich mir mal die geile M4 an. Der Schnauze-Gegner. Ja, hier wird ja auch den lieben langen Tag chillen. Macht bestimmt Spaß. Oh, was ist das denn hier für ein Mickey-Tunnel? Jetzt kann man irgendwo ganz billig im Berg raus und hätten einfach von hinten kommen können. Voll viel Ärger sparen können. Ah ne, hier kommt man nicht hoch. Sicher? Bis du da nicht hochkommst. Ich hab's grad probiert. Ja, ne, da kommst du nicht. Hier kommst du raus. Genau das, was lieber hat kalte. Ja, aber du wärst nicht hochgekommen. Ja, man hätte nicht von hinten in den Berg reingehen können. Jetzt vielleicht mit dem Auto reinfahren können und das dann so parken, dass du aufs Auto klettern kannst. Safe so, call, jetzt ne? Guck ich mir aber auch mal die M4 an. Ja, mach ich auch. Besser als diese P1416 hier. Was soll das denn? Stell dir mal vor, du hättest einen MPX, Mann. Ja, ist eigentlich ganz geil. Sogar die Tactical Version. Was hatten die denn da? Ah, guck, bestimmt. Man kann die gar nicht ändern. Nee, normales. Ja, das ist wie die eine pinke Waffe da, die ist so eine Extra-Waffe. Achso, okay. Und die ist Einzelschuss. So, okay. Oh, du kannst mit dem Visier zoomen, wenn du Steuerkreuz nach Dingens nach rechts drückst. Ist aber eine Einzelschusswaffe. Ist übrigens wirklich safe, ah, guck mal. Also so ein schwules Visier. Geil. Naja, dann nehme ich lieber die andere Waffe wieder. Ja, ist noch so ausgerüstet, wie ich sie will. Gut. Draußen sitzen sie nur auf dem Arsch und warten auf meinen Tod, damit sie auf mein Grab pissen können. So, 23 Fertigkeiten verfügbar. So, mal gucken, was wir hier so machen jetzt. Also gerade eben vorher habe ich mich immer gefragt, was dir es bringt, wenn du widerstandsfähig bist, wenn du halt wieder aufgesetzt worden bist. Ne, jetzt verstehe ich das. Aber wo ist das denn? Körper? Wo ist das bei Körper? Ja, kein Schmerz ist das. Das hat gerade gut das geholfen gegen den MG-Typen. Und Wiederbelebungstempo mache ich auch nochmal höher. Dafür gebe ich mal richtig Kohle aus jetzt hier. Stufe 3 habe ich da jetzt. 30% schnellere Aufstehen. Lachs. Okay. Ja, wo ist jetzt hier ein Auto? Müssen wir jetzt hier den. Kommen wir den Berg da hinten wieder hoch? Oder kann man nicht Blitzreise machen? Ich bräuchte mal ein paar Medizinressourcen, wenn wir mal nochmal so ein Heli finden oder so. Dann kann ich nämlich den Markierbereich bei der Drohne vergrößern. Medizin? Ja. Aber ich brauche ganz wenig. Also Safe Call. Da kriegen wir 2500, glaube ich. Ja, nice. Reicht das? Ja, ich brauche so 200. 4 Fässer hätten mir gereicht. Ah, wenn schon, denn schon. Aber erstmal will ich hier ein Auto finden.
warte mal, könnten wir nicht einfach, warte mal, ich jetzt hier Drohne mache und dann, wo war dieses Befehlsmenü? Da. Fahrzeugabwurf. Na klar geht das. Sehr nice. So, und wo ist denn das abgeworfen? Ach, hier. Boah, dachte ich, kriegen wir jetzt so einen geilen Militärschlitten, ne? Taxi. Taxi. Komm mal. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Das Verstärker an sich, es tut mir leid. Mach doch nachts nicht dann. Ah, nice call. Kann ich auch Licht oben im Feld mal ein Berghang Feld Dings da mal stehen bleiben als erstes, ne? Ich habe sogar das Gefühl, dass der das war schon, also ich glaube, wir haben sogar schon den Big Boss aus dem aus der Region hier geholt gerade. Also diesen Brookman da. Ich glaube, wir sind aber noch sehr weit entfernt. Ach, ich dachte, das wäre hier sofort hier unten, okay. Sorry. Ich fahre. Da auf dem nächsten Berg kannst du stehen bleiben. Glaube ich zumindest. Können wir nochmal checken, ob das gut ist. Ja, hier rechts ist die erste Gegnergruppe. Muss noch einer sein bei dem Schild. Hab ihn. Ja. Da ist aber gleich noch einer. Zumindest ist hier immer noch irgendwas, so ein. Ah, ich seh ihn. Hab ihn. Aufpassen. Einer geht jetzt drauf zur Leiche vom Sniper. Sniper lebt auch noch. Sniper schon. Ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Sniper lebt noch bei mir. Ja, bei mir auch. Boah, mit dem erweiterten Scan-Bereich, der ist richtig nice, ne? Ich fliege einfach über das Feld drüber, der macht alles von alleine. Ja, das habe ich auch aktuell entwickelt, das ist echt ganz nice. So, müsste alles sein, oder? Ich glaube schon, ja. Ich guck, ob ich ein besseres Schussfeld zum Sniper. Also ich könnte den Sniper holen. Ah ja, dann mach du. Und? Da sind gerade welche aufmerksam. Jo, hab den Sniper. Hab das Gefühl, dass sich die Sniper aber ziemlich laut anhört. Trotz Schalldämpfer. Ja, ein bisschen, ne? Aber ich hab Schalldämpfer drauf, ich seh den sogar. Also. Safe Call. Haben wir den Typen hier unten? Den Typen hier unten müssen wir mal holen. Hab ihn. Oh, da hinten sind welche aufmerksam geworden. Haben wir schon, habt ihr schon da hinten welche geholt? Nein.
Ja, krass, dann haben die es gehört. Unidad Heli, unten bleiben. Unidad Heli, okay, unten bleiben, safe call. Okay, ich hoffe einfach mal, dass die gleich nicht mehr aufmerksam sind. Das ganz rechte Schild könnt ihr holen. Ich sehe 10. Den hier, ne? Ja. Zack. Hier ist der eine aufmerksam geworden. Dann hol ich den auch noch. Safe call. Ich glaube, es hat keiner mehr aufmerksam. Nee. Doch, einer blinkt noch bei mir. Die zwei links hier, die sich entfernen, können wir holen. Ein Schild entfernt, also trennt sich wieder vom Trupp. Der holt, könnt der, gleich... der zählt die Leiche, glaube ich. Ja, Moment. Aber oh, scheiße, hast du schon. Okay, gut. Nee, der eine, der markiert da ist mit dem A, der ist zu nah an der Gruppe da dran. Aber der blinkt bei mir noch die ganze Zeit, das wollte ich damit sagen. Und der blinkt auch bei mir. Gechillt. Die sind bei mir beide gechillt. Okay, gut, dann ist ja gut. Ja, die sind jetzt alle ziemlich nah auf dem Haufen, also eigentlich müssen wir jetzt einen Nahkampfzugriff machen, würde ich sagen. Moment, Moment. Darf ich mal was versuchen? Ja. Nur nicht das dabei kaputt machen, ne? Nein, aber ich wollte mal gucken, ob ich mit dem Krachmacher, mit der Drohne... einen weglocken kann. Nochmal nachgucken. Da hinten geht ja, schon einer weg. Ja, ich muss nur mal gucken, wie ich das nochmal mache. Das war's mit ihm. Sagt er mir bestimmt, wenn ich in der Drohne bin. Jetzt bei mir einer aufmerksam. Jetzt ist der aufmerksam. Ja. Du hast wahrscheinlich die Leiche gesehen. Befehlsrat. So, wie mache ich denn jetzt den Krachmacher? Ich glaube nicht, dass du das über Befehlsrat machst. Nee, nee. Glaube ich auch nicht. Steuerkreuz oder sowas bestimmt, wenn du in der Drohne bist. Da habe ich Zoom, Ping, auf, abbewegen. Boah, aber voll lang zum Nachladen. Es lebt, glaube ich, eh noch einer. Down? Ja. Jo. Ja. Ja, die haben die eine Leiche, diesmal deckt. Also, da ist ja immer einer rausgegangen, ne? Und ja. Diesmal sind sie dadurch aufmerksam geworden durch die eine Leiche. Alle noch ganz. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Scheiße, ich muss da jetzt gerne zu meinen Stiefeln. Muss mal Einführung machen. 3-Punkt Laservisier. Ich mach das, ich fliege. Ich wäre jetzt am liebsten vorgefahren, um dich mit dem Propeller zu zerfetzen, ne? Nein, das hättest du nicht getan. Wer tut denn sowas? Das ist ja richtig asozial. Ah, muss ich jetzt auf die andere Seite? Alter, ne? Jedes Bolivianer verbessert. Und darauf hat der geschäftige Bolivianer die Möglichkeit, alle Vorteile darauf zu ziehen. So, jetzt zeige ich euch mal meine Flugskills. Im Flugzeug. Zack, tot. Fliegen wir zu der einen Base, da wo wir eben schon die ganze Zeit waren. Also den einen Heli. Oh, nein, 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 nicht entdecken, nicht entdecken. Die haben böse Raketen, die haben böse Raketen. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich fliege voll auf die Landebahn zu, oder? Ich sehe das schlecht im Nacht. Mit der Nachtvision da. Ich kann es ja auch gerade noch nicht sagen. Aber ich könnte. Doch. Ist das, nee, hier ist zu früh, hier ist zu früh, hier ist zu früh. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Dann, oh. Riskier's. Oh, das zählt ja wohl.
Oh, scheiße, mit dem Gang. Mit der Nachtsicht habe ich das echt ganz schlecht gesehen, ne? Es war erst zu spät, dass das nicht die Landebahn war, da kam ich nicht mehr hoch. Hier hinten war ein Heli. Ja. Nice, jetzt haben wir wieder gut Medizin. Ach, 6000 Medizin habe ich jetzt. Krass. Bring it jetzt? Ich könnte eine Mission anmachen. Ja. Santa Blanca, wir haben die Munition und Granaten gefunden, die bei der Ausbildung in Montreal. Hier ist ein Nebeneinsatz, mit dem wir einen Mörser freischalten können. Mörsern? Mörsock 2011. Besser steht nicht da oben über die Kuppel, ne? Ich bin gerade ein bisschen so überrascht, dass wir den Haupttypen jetzt schon in der dritten schon haben, ne? Haben. Ja, ja. Ja. Bin ich auch ein bisschen überrascht. Weil es fehlen jetzt nämlich noch Mission 4 und 5, außer wenn die halt in dieser Reihenfolge da nicht chronologisch sind. Aber das wäre mich wundern, also unlogisch. So, wir mal gucken, was in auf der Mitte des Sees ist. Das ist irgendein Fragezeichen bei mir, ein bekannter Ort. Das jetzt mal schnell angucken. Jo. Ach, das sind Orte wahrscheinlich. Also so Sehenswürdigkeiten. In diesem Stil. Nicht zu nah an die Basis ran, das war eben die Basis, die uns mit der Rakete down geschossen hat. Ja, ich merke schon. Genau, flieg mal da rechts auf den Hügel vielleicht und dann überlegen wir uns mal, was wir machen. Ich würde mir das vielleicht auch gerne mal in Ruhe angucken, den Lachs da. Ich pack mal mein Fernglas aus. Ich glaube Fernglas ist nach Steuergröße. Ne, macht ja nix. Steuergröße rechts, ne? Okay, pack ich halt nicht mein Fernglas. Ich kann gerade gar nichts machen. Wie? Ich kann auch gerade keine Drohne rausholen. Okay, ich guck mal. Doch, Drohne geht bei mir. Ich weiß nicht, ob es die Typen vom Widerstand drauf haben. Bleib cool. Ah, wir sind aber noch mehr als einen halben Kilometer von dem Teil entfernt, also wir müssen noch näher ran auf jeden Fall. Kannst du schießen? Mensch, ich guck grad kurz, ob der hier nicht irgendwas aus Versehen gerade runtergenommen hat von den Waffen. Hier hat der nämlich gerade den Scheidämpfer raus runtergezahnt. Stimmt. Ja, schießen kann ich. Versuch nochmal Drohne. Nee. Geht grad nicht. Soll ich dich einmal down machen und dann nochmal heilen? Jo, mach mal. Geht das so oder müssen wir den Heli dazu benutzen? Nee, das. Oder ich weiß nicht, ob Friendly Fire an ist oder nicht. Ich glaube, Stefan hat immer versucht, dich abzuschießen. Lande einfach mal mit dem Heli auf mir. Also das Einzige, was ich drücken kann, ist Steuerkreuz rechts. Jo. Immer noch nicht. Hast du die Drohne irgendwie ausgepackt? Kann man die? Nee. Hm.
Verstehe ich jetzt gerade nicht. Gut, muss ich halt ohne Drohne spielen. Das oder du gehst, ich bin ja Truppführer, du gehst einmal schnell raus und wieder rein. Warten wir so lange auf dich. Ja, dann will ich die Mission jetzt erst zu Ende spielen. Wo jetzt hier irgendwas passiert. Was müssen wir jetzt? Zerstören Sie die Kisten in den... Die Mördergranaten. Den Mörsergranaten. Oh, die Mördergranaten, das sind die krassen Granaten. Boah, krasse Lamas hier. Ich bin der, der mit den Lamas sprintet. Ich bin der Steppenalpha. Ja, die überrennen mich. Macht 5 Tangos. Hier vor uns sind direkt auch noch welche unmarkiert. Den Häusern wahrscheinlich. Deck alles hin. Hab den ganz links, da der isoliert war. Ich drone mal. Hab den im linken Haus? Das macht 5. Da ist der rechte, okay. Die habe ich auch direkt geholt. Die waren ja isoliert. Das ist der fünfte. Ja. Okay, der da ganz hinten hier, rechts ist auch isoliert. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja. Ich bin getroffen. Oh. Okay, aufpassen wegen diesem Alarmteil da. Wie darf das sein? Das müssen wir jetzt hier sneaken. Da sind noch Sniper. Da rechts ist einer alarmiert, der wird nicht getroffen. Ist denn rechts von mir? Hast nicht getroffen, Raff, ne? Ich hab aber auch nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem, wenn wir den Strom... Oh. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir den Strom ausschalten und wir damit auch den Alarm laden. Oh, Vorsicht! Mörser auf uns! Aua! Ach, bist du auf Mute? Ja, sorry. Ich konnte deinen Fehler leider nicht mehr ausbügeln, tut mir leid. Nee, sorry. Ich wollte dir nur sagen, wenn wir verkaufen, ist deine Schuld. Ja, wobei, vielleicht sollte ich mich mal töten lassen, vielleicht klappt dann auch meine Drohne wieder. Wobei, jetzt funktioniert's wieder, oder was? Wow. Oh Mann, hier sind so viele. Ja, liegt am Alarm. Ja, also eigentlich liegt das Problem mit der Sneakigkeit nicht an uns, ne? Das liegt an Raff, ganz klar. Ja. Ich glaube auch gerade auch zu unfähig, um das noch zu verhindern, muss ich auch mal kurz dazu sagen. Aber das eigentlich. Jetzt nur, weil in der Party ist, ne, würde Stefan jetzt sagen. Aber eigentlich können wir da schon von der Position außen einige wegräumen. Was mit den Autos da rechts? Sind die immer noch in Alarm? Ach, da, okay. Ja, der Alarm ist immer noch an. Die sind nicht mehr alarmiert, oder? Der Alarm ist immer noch an bei mir. Aufpassen, man sieht die. Nee, ich nehme aber wieder die Standardtypen. Ja, boah, die sind echt noch alle alarmiert. Sehr heldenhaft, ey. Oh, der Heli. Ja, boah, das bringt nichts, wenn die da noch alarmiert sind. Dann müssen wir eigentlich Positionswechsel machen, weil das... Bei jeder kleinen Aktion, wenn da noch 5000 Gegner vor uns stehen... Scheiße ist das. Ich bin übrigens heldenhaft runtergesprungen und habe eine Granate in den Haufen geworfen, bin aber sofort relativ schnell down gegangen. Hättest du auch von hier oben schießen können, wollte ich nochmal callen. Ah. Gut, bringt ja nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die eventuell töten und dann wieder von vorne anfangen, hey. Damit die da nicht mehr spawnen, wenn wir neu laden. Kann der Heli mal down gehen? Ich hab den eben mit dem Geschütz auch nicht down bekommen, den Heli. Also nicht den Heli, aber eben einen anderen Heli bei einer Mission. Warum überlebt er eigentlich gerade so lange?
Achtung, Mörser geht wieder los. Schön Heli halt mit der Pistole runter, ne? Mörsergranaten in Deckung. Ach, der Mörser, ey. Na, lasst euch nochmal töten, das ist so blöd, wenn wir das so machen müssen. Fick dich, Heli! Ah, ich bin tot. Ist aber auch scheiße, wenn da halt noch der Heli und die Verstärkung aus der Runde zu stehen bleiben. Dann ja, ich meine, du hast die Mission ja verkackt, dann sie sollen die ja, dann soll das auch wieder, genau, eben. Ich meine, wenn du versuchst, Sneaky zu machen und dann unterläuft der Fehler wie gerade eben, dann du nie wieder Sneaky machen oder wie durch, obwohl, jetzt ist, glaube ich, der Alarm. Beim Laden. Nee, jetzt ist aus. Ah, wir sind auch weit. Weg von, also ich, wir sind weit weg davon gespawnt. Ich nicht. Also ich, boah, ich bin 1,6 Kilometer weg. Ja, vielleicht warst du der Störenfried. Wir lassen die Rebellen wissen, okay, dann komme ich von der anderen Seite. Ja. Ich bin dann hier auf dem Berg, auf dem Berg gegenüber. Ich guck mal kurz, ob ich voll Muni bin. Verdammt, haben die Mörser? Wo bin ich? Vielleicht kriege ich vom Berg auch den Typen am Mörser. Ich habe den eben gesehen, wo der steht. Dora, warte jetzt bitte auch, bis du irgendwen tötest. Okay, mehr kriege ich mit meiner Drohne. Ist noch ein Kilometer entfernt, das Ziel. Jo, also ich kriege mit meiner Drohne, glaube ich, aktuell wegen der Reichweite ja nicht viel mehr markiert. Okay, die Gegner nur hier rechts sollten nicht auf mich aufmerksam werden. Brauchst du da Hilfe zum Ausschalten oder kriegst du das hin? Nee. Also ich muss. Ich kann locker an dem vorbeifahren und ich bin dann relativ weit von ihm weg. Kriegst du den Generator vielleicht auch? Den Generator könnte ich eigentlich holen gehen. Ich kann übrigens wieder Drohnen rufen. Nice. So, Fern, das war doch hier, ne? Genau. Ah, das ist eine schöne Wand auf die, schönes Plateau, wo ich mich drauflegen kann. Ich kann die wunderbar flankieren. Muss nur noch ein bisschen laufen. Okay. Ich arbeite mich dann zum Generator vor. Müsste auch den Mörsertypen dann sehr guten Blick haben. Ich bewege mich lieber mal ein bisschen langsamer, damit die mich nicht hören. Raff, kriegst du den einen aufmerksam da, wenn ich mal riechst? Hab ihn. Denk dran, dass da hinten auch noch der Sniper ist, ne? Mensch, markieren. Wo ist? Kommt jemand den oben im Turm? Turm kann ich mal versuchen. Ja, den würde ich eventuell auch bekommen. Nee, krieg ich nicht. Moment, ich muss. Nein, hier ist Stacheldraht. Sniper könnte ich kriegen, der ist nur richtig weit weg. Also ich müsste den Turm bekommen. Mach Turm dann. Okay, Moment, ich bin jetzt gleich in Position. Ich würde den auch im Turm kriegen. Ja, dann mach. Bin auch drauf, falls du daneben schießt. Das ist ein Treffer. Nee. Passiert mir nicht. Ich könnte drauf warten, dass der Sniper nochmal rauskommt. Kriegst du den Sniper auf die Entfernung? 400 Meter. Oh, hier steht ja einer neben mir! Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Lol, wo kommt der denn her? Ich hoffe, das war der Einzige hier oben. Kannst du mal ein bisschen meine Position hier abchecken, Erik? Jo, mach ich. Der Sniper ist 400 Meter von mir entfernt. Ich könnte ihn kriegen mit dem goldenen Schuss, wie gesagt. Ich hab 300.
Mensch, guck mal, was ich hab. Seht ihr das? So, also, direkt unter dir, den hast du ja, den siehst du, der patrouilliert da, ne? Ja. Am Mörser. Der geht jetzt auch zum Mörser hin. Ansonsten... bei mir ist der 228, der Sniper. Aber ich sehe ihn gerade nicht gut. Okay. Der ist jetzt am Mörser, dein Typ. Aber ansonsten ist da alles cool bei dir. Mörser würde ich auf jeden Fall auch... Okay, gut, danke. Den Mörser kann ich auf jeden Fall abschießen, sobald wir entdeckt werden sollten. Ich sehe den Sniper. Ich kann es wagen. Ja, ich habe keinen guten Blick auf ihn. Bei mir wäre es auch ein Schuss, ein bisschen Luck, weil ich durch ein kleines Fenster schießen müsste. Ja, ja, ich müsste ihn auch durchs Fenster holen. Das ist das, was noch dazu kommt. Ne? Ja, Raff, probier. Okay. Mann. So ein eng das Fenster, ne? Ach, du musst auch durchs Fenster schießen. Eben stand er, glaube ich, mal draußen, als ich den geholt habe. Ja, ja, der stand doch vorhin ganz am Anfang drauf und ich habe ja drauf gewartet, dass der nochmal rauskommt. Okay, dann warten wir lieber. Okay. Ich könnte den Typen am Mörser schon direkt holen. Ja, dann könntest du vielleicht auch zum Generator, weil bei mir ist hier so Stacheldraht, das wird bei mir kompliziert. Der ist auch sehr isoliert, also. Gegner getroffen. Jo, der ist down am Mörser. Der Typ, der hier eben neben mir aufgetaucht ist. Moment, ich muss den einen noch markieren, der hier unter mir ist. Welchen ist der? Da ist er. Okay. Ja, ich komme hier nicht mehr voran. Hier bräuchte ich einen zweiten, um hier voranzukommen, weil in der Scheune hier sind zwei Stück. Die würden mich sehen, wenn ich runtergehe. Ich bin auch hier unten gerade. Ich hab den zweiten Typen bei mir geholt. Ich bewege mich Richtung Generator. Ich muss nur kurz gucken, was hier durch diese Garage, wenn ich durch die Garage da so ist. So, die könnten mich sehen, wenn ich hier vorbeigehe. Muss eine etwas größere Runde gehen. Ich komme zum Generator, ich bin durch. Bin ich auch schon fast da. Sorry. Ich musste halt versuchen. Aber ich könnte dir da mit der einen Gruppe da helfen. Das sind zu viele. Drei Stück, oder? Ja. Ich bin jetzt da. Du kannst dann ja meine Position oben einnehmen, Erik. Die ist eigentlich ganz gut. Okay, ist deaktiviert jetzt. Also ich bin hier bei dem einen gelben Pfeil jetzt. Wo war deine Position? Hier auf dem Plateau, ne? Genau, immer auf oben. Genau, oben auf diesem Berg. Da wo ist denn das hast du eigentlich einen guten Überblick. Die Typen, sind die unterm Berg oder? Die sind, die sind unten in der Garage. Ach, okay. Die sehe ich nicht. Also der eine Typ müsste da noch liegen, den ich geholt habe. Der mich überrascht hat. Ja, seine Waffe liegt noch hier. Okay. Ich sehe hier gerade einen, der ist relativ isoliert. Ich hoffe, wenn ich durch den Zaun schießen kann, dann kriege ich den. Ich kann durch den Zaun schießen. Raff, pass auf, da sind zwei Stück drin, ne, bei dir. Das sind die, die ich vorhin gemeint habe. Ja. Hab gesehen. Also hier unter meiner Drohne müsste noch was sein, aber ich finde das nicht, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Die haben eine Leiche im Gebäude. Okay. Ich hab ihn, Erik. Wo war der? In dem Gebäude. Wer hat eine Leiche gefunden? Wer ist denn da auf? Ein Gegner.
Ja, da rechts. Der Schild. Da, ne? Ich kann den ausschalten. Ich weiß aber nicht, was ich da alles... Ich bin down. Das ging gerade sehr schnell. Fuck. Aber Alarm kriegen die nicht an, ne? Weil wir den Generator ausfallen. Das ist gut zu wissen, das war nämlich meine Frage. Also scheint zumindest so. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dich zu heilen, aber ich werde auf jeden Fall mal schon gut clean und du kannst ja dann normal spawnen. Ja. Muss nur aufpassen, dass keiner den Mörser neu... Da macht jetzt einer. Einer besetzt den Mörser neu, glaube ich. Aua. Ah, ich habe gerade ein Sniper-Duell. Fick dich. Hab ihn. Oh, ey, Alter, knapp. Wenn der Mörser jetzt auf mich hochschießt... Oh, da kommt Truppen zu mir hoch. Kann sein, dass ich jetzt auch down gehe. Nee, die besetzen den Mörser dann nicht neu. Die kommen einfach nur zu dir hoch. Ja, ich bin down. Ich bin auch gleich... Ach nee, du bist hinter der Mauer. Nee, alles cool. In 5 Sekunden kann ich neu spawnen dann. Halt dich bedeckt, überleg, halt dich bedeckt. Okay, ich bin gespawnt. Alles cool. Kann ich nicht einfach aufgeben und sterben dann? Oh gut, wie war. Ich könnte eventuell noch zu dir kommen. Du bist nach oben, ne? Okay. Ja, ich bin da, wo du den gerade geholt hast. Wie lange hast du noch? Da liegt 14 Sekunden. Oh, ich muss erst den Mörser töten. Ich spawne einfach neu. Tango getroffen. Mörser ist tot. Oro. Nein, ich war gerade da. Ich war, die Zeit war schon... Ah, kannst du mich dann noch heilen, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ich weiß nicht. Ich bin down. Ich bin aus Versehen in die Hügel runtergefallen. Scheiße. Also, nicht aus Versehen runtergefallen. Ich wollte schon runter, aber ich bin halt irgendwo runtergegangen, wo es tot ist. Ich bin hinterm Generator. Vielleicht findest du den Weg runter, Erik. Aber nicht da runterspringen, wo ich liege, ne? Das ist tot. Wobei, da ist ein kleines Zwischenplateau. Da kommst du vielleicht gut hin. Hi. Ich schon. Alles cool. Blöd, dass sie die eine Leiche da entdeckt haben. Bis dahin lief das nämlich eigentlich ganz gut. Wir haben sie aufgescheucht. Es war auf jeden Fall gut, dass wir es geschafft haben, den Generator zu auszuschalten. Auf jeden Fall merken für die Zukunft. Generator ausschalten, immer gut ist. Vor allem, wenn die ein Alarmsystem haben. Granate fliegt, nehmt das. Kiste zerstört. Kiste zerstört. Ich glaube, im Generator ist, also in der Garage könnte noch einer sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist der Sniper tot? Der Sniper tot? Den Sniper habe ich geholt. Ja. Hier, wo ich bin, ist noch Öl. Ist auch ein Fertigkeitspunkt in der Garage, oder? Mhm. Okay, Luftabwehr geht hoch. Sind die gelben Teile, nicht die roten Dinger auf dem Radar, oder? Nö, die gelben Pfeile sind die Kisten. Ja, ja, okay. Was sind die? Habt ihr alle schon den Fertigkeitspunkt? Nee, ich wollte den jetzt einsammeln. Roten Dinger auf dem Radar, das sind, glaube ich, das eine ist der Mörser. Ah, okay. Das andere das Alarmsystem. Kann man das eigentlich auch einfach kaputt schießen? Was? Ja, das Alarmsystem kann man auch einfach kaputt schießen.
Oben das Teil, was jetzt brennt, siehst du das? Ja. Das kannst du kaputt schießen. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Glaubst du, das hilft? Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Z. Okay, noch eine Mission. Ist hier ein Heli? Wäre cool, ne? Ja, hier hinten ist ein Heli. War eigentlich auch ganz cool, wie wir das gemacht haben. Halt nur Pech, ne, mit dem... Ja. Als ich das erstmal down gegangen bin, da waren die halt aufgescheucht und dann kam die da, kam da auf einmal einer raus. Das hat mich voll überrascht, ne? Hat mich dann auch super schnell down, geschossen. Nicht mir folgen, hier kommt er nicht durch. Wo ist der hin? Ach da. Hier direkt vor uns. Aber warte, ich mach mal einen Weg. Geht das? Ach, das? Super. Nee. Mit C4 würde das bestimmt gehen. Guck mal, hier wäre vor der Sneaky. Guck mal, hier wäre vor der Sneaky Weg. Wow. Okay, letzte Mission ist jetzt. Santa Blancas ausländische Militärausbilder arbeiten außerhalb von Montejocs Hauptausbildungslager. Töten Sie sie und die Ausbildung kommt zum Erliegen. Boah, komm, ich gönn mir nochmal Reichweite bei der Drohne. Bin jetzt auf 3. Einer sollte auch an Piloten sitzen, ne? Ich flieg. Ich bin schon. Fliegt keiner, okay. So, das sind auch wieder mehrere Ziele. Müssen wir dann auch wieder was hochjagen? Mhm. Töten Sie die militärischen Ausbilder von Santa Blanca. Oh, was entdeckt uns das denn jetzt hier? Wir haben doch alles geholt. Ich hab die Luftabwehr auf jeden Fall ausgeschaltet. Ach, da liegt ist das Teil. Ja. Das, die ist doch unter uns drunter geflogen, oder? Ach, wir leben noch. Kann dann einer heilen? Ich bin tot. Jetzt bin ich auch tot. Wow, ich bin aus. Der Helikopter hat gebrannt, ne? Ich hatte schon so einen dunklen Bildschirm. Auf einmal wurde der wieder hell, ich bin ausgestiegen, war instant tot. Diese Luftabwehrraketen, ne? Scheiße. Wir sind böse. Wir sind richtig böse. Wir könnten einen Fahrzeugabwurf machen. Ja, mach das mal. Es geht übrigens auch ohne Drohne, einfach RB gedrückt halten. Achso. Machst du schon oder soll ich? Ich hab grad gemacht. Bestellt. Das Vehikulo ist perfekt, oder? Aber wir haben auch Mörser, wo wir anfragen können. Ja, ja. Rebellenunterstützung. Müssen wir mal machen. Fahren wir mal ein bisschen so durch die Hut. Sollen wir uns die Gegner da oben holen oder nicht? Wie ist denn deine Laune? Bist du so... Wir müssen da eh lang, weil hier links ist Ende des Gebiets. Wir müssen da eh lang fahren. Komm ich da oben? Kiste. Oh nein, nicht so weit runter. Alter. Nee, nicht outside the map. Denn das nicht das Lager, das wir vorhin schon erklärt haben? Nee, das ist. Hier waren wir glaube ich noch nicht hier oben auf dem Berg. Aber da ist wieder so ein Dingens, wo mit Tür aufsprengen und so und dann clean. Nee, das war aber nicht oben auf dem Berg. Ja, aber ich wollte nur sagen, dass das jetzt hier auch wieder eine Option ist. Jo, dann ich habe kein C4, habt ihr beide C4? Ja, ja. Jo. Okay, dann vielleicht geht das auch mit einer Granate, das kann ich auch probieren. Ja, ich kann zwei C4-Dinger legen, bevor ich sprenge. Das heißt, ich kann dir eine Tür einlegen und dann. Genau. Ja, das können wir dann so machen. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde.
sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die Reichweite geht schon ab auf Stufe 3. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich will mal kurz Wäsche aufhängen. Jo. Ja, wir drohen ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt hier vorne. Ja, das Haus, das leuchte ich ja so oder so, weil... Gut. Ich will mir den vorne. Ich schau mir den hier ganz links, einfach nur zur Sicherheit. Jo. Sneaky Nahkampf gemacht. Oh, das könnte ich auch machen. Die werden dich sehen, warte. Runter, sonst wirst du... Jo, Nahkampf. Hier ist ein Fähigkeitspunkt. Wo ich jetzt genau gerade bin. Sag mir Bescheid, wenn du ein Visier für die Sniper gefunden hast. Dann hast du mein Interesse. Nee. Solange Raff noch Wäsche aufhängen geht, snack ich mir noch hier hinten den Typen. Ich mache auch hier noch den abgeschottenen. Das war's mit ihm. Du hast den einen aufgeschreckt? Ich hab den einen totgeschreckt. Alles gut. Oh, ich glaube oben auf dem Berg haben wir aber noch nicht alles gescannt. Nee, soweit bin ich dann eben doch nicht gekommen. Oh, krasser Generator. Ach, da ist wieder ein Bumperwagen. Der ist auch wieder rot markiert, dass hier was ist, aber ich sehe ja wieder nichts. Da ist nur einer, vielleicht. Ah, doch, da ist der, okay. Okay, das war's. Oh nein! Was denn? Oh geil, der hat sich abgerollt. Oh. Gerade noch so gedacht, aber geh bloß nicht da entlang. Und ich bin trotzdem da entlang gegangen. Jetzt leuchtet es doch wieder hier. Ja. Kam bei mir auch gerade ganz plötzlich. Sind zwei Stück aber drin. Ich probier da mal eine Sneaky-Granate reinzuwerfen. Ich hol jetzt erstmal hier den Panzerwagen. Tango getroffen. Bin ich hier irgendwie hoch? Nee, hoch. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich nehm den linken. Also. Den. Oh, ne, jetzt ist. Was. Was macht denn der? Ich seh den nicht mehr. Gegner getroffen. Okay. Ich hab dem da eine Granate reingeworfen. Hat den einen aufgeschreckt, aber. Oh, guter Schuss. Ah, ich wollte ihn nur ablenken, damit du den sneaken kannst. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. So, Raff, jetzt kannst du aber auch langsam mal machen, ne? Na guck, jetzt, der leuchtet aber immer noch bei der Plattform, ne? Oh, Eli. Nein. Ja, ich seh's. Oh, das ist einer mein B. Hattest du dir nicht vorhin einen Granatenwerfer freigeschaltet? Nee, hab ich nicht, richtig gut. Ich hab den Typen da oben aber. Der ist aber wieder ins Boot. Da ist wieder was. Ja. Ist doch, glaube ich, wieder ein zweiter. Ja, einen hab ich. Hab einen zweiten. Was? Gehen jetzt uns? Komm mal rein hier. Oh, shit. Ich glaube, die sind gerade zu uns geflogen.
Aber jetzt sind sie weg, oder? Nee, nee, die kommen da. An den Piloten aber nicht. Hast du einen Du hast doch einen Granatwerfer, oder? Nein, immer noch nicht. Achso, ich hatte gedacht vorhin, du hättest ja einen guten. Nein, ich hab gesagt, ich hab den zwei Typen da oben auf den Turm eine Granate reingeworfen. Da kann der scheiß Heli mal abhauen. Ja, wenn Raff wiederkommt, sagen wir einfach, die hätten den gesehen, weil der da stand. Ich glaube, der ist schon wieder da. Schön. Da kommt jetzt auch ein Unidas Auto, ne? Ja, wenn wir die töten, dann kriegen wir noch eine höhere Stufe an. Einfach schnell hier rein, komm. Lass uns schnell das Gebäude sneaken, damit wir das wenigstens haben. Ein Heli, los runter! Verfickte Scheiße! Oh! Schnell in Deckung! Bin tot. Tot? Also down. Ja, ich auch. Erst noch einer bei mir. Ja, ich bin down, ich kann gerade nichts machen. Ja, ich mein drauf. Hm. Ach, was wollen die Unidad-Lutscher denn jetzt hier? Bei mir ist auch einer sofort. Der guckt da jetzt um die Ecke. Pass auf, ja. Tango getroffen. Das war's. 45 Sekunden noch. Vielen Dank. EZ. Oh, hier sind welche unten. Boah, der stand sogar an einem Gatling-Gang hier. Ich bin down. Aber hier, da ist noch was, ja. Ich aktiviere jetzt den Scheiß hier. Ich hoffe, wir müssen nur das hacken. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Hier ist aber noch was. Ja, ganz oben wahrscheinlich. Tango getroffen. Könnte sogar hier ganz oben reingehen, ist ja nice. Ja, das war vorhin auch, aber mit der Granate aufgeht. Granate fliegt, nehmt das. Jo. Zu wissen. Aber guck, genau den Bauch hin, du bist dann schon hier mit dem Heli landen. Ne? Was gehen die denn jetzt einen auf dem Sack, ey? Haben wir irgendwas, ein Heli oder sowas zum Abhauen? Nee. Wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Ich muss mir noch den Fertigkeitspunkt holen. Geht's denn jetzt hier raus? Ach, da hinten, okay. Oh. Doch, dein Maul, jetzt kriegen wir natürlich Stufe 2, ist klar. Ah, oh, gehen die mir jetzt auf den Sack, ey. Komm, neues Auto. Naja, wenigstens halten die jetzt ihre Schnauze. Ja. Was sagt denn die Vier. Shit. Ich muss noch Oh shit. Ja, ich muss noch mit. Wollen wir noch schnell die letzte Mission machen? Schaffst du das noch? Ja, ja. Ballen wir uns jetzt im. Ah, oh, da oben sind Gegner. Ja, gut, wir haben das alles gekillt. Dann lass da außen rumgehen. Wir sind noch Vorräte. Bist du denn schon wieder? Oh, du bist 1,2 Kilometer von mir weg. Kleiner. Ich kann aber ein Fahrzeug mitbringen, wenn ihr möchtet. Ja, ich bin bei, ich bin zu dir gekommen.
Hier bin ich eben auch gespawnt, als wir bei der einen Mission waren. Wo wir die Mörsern Granaten machen mussten. Raff, du könntest eigentlich auch bei uns spawnen, einfach eine Blitzreise zu uns machen. Santa Blancas ausländische Militärausbilder arbeiten außerhalb vom Montagsausbildungslager. Töten Sie sie und ist wieder auf Mute? Ah ja, sorry. Wie geht Blitzreise? Gehst auf die Karte und dann wählst du uns mit dem Cursor aus und dann drückst du A. Also hältst A gedrückt. Ja, sorry, ich esse Kekse. Das hier ist fast ein Trupp. Ja, ist gut. Das Geknisper nicht, ja, keine Ahnung. Knisper, ja, ist halt schon weit gefahren. Ja, muss man stehen, hast du da kein Auto bei dir? Ach, yes. Zur Not machst du gleich einfach noch mal eine Blitzreise, wenn wir am Ziel sind. Und mein Spiel ist abgestürzt. Meins auch.